Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metroid Prime. Ja, da sind sie ja wieder alle. Ist mir egal, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Aua. Lasst mich. Ich möchte nicht mit euch zu tun haben. Ja, okay. Wie im letzten Part schon erwähnt, weiß ich, was wir holen müssen. Was ich holen muss. Was ich noch kurz anmerken wollte. Für Leute, die eventuell gestern ein Video erwartet haben. Nein. Ja. Grund. Ich hatte einen richtig harten Arbeitstag. Und war einfach so fertig, dass ich an dem Tag nichts mehr aufnehmen konnte. Und ich habe halt nicht vorproduziert, was ich zurzeit absolut gar nicht mehr tue. Also ich produziere eigentlich gar nicht mehr vor. Deswegen seht es mir nach, dass ich da nicht. Also dass ich dann nichts aufnehmen konnte. Das kommt auch nicht so häufig vor. Also, so eine kleine Info noch. Pokémon ist gerade so ein bisschen pausiert, könnte man das nennen. Denn dort. Was ist denn dahin? Ach so. Ja, okay. Ach, okay. Pokémon ist gerade so ein bisschen pausiert, kann man das nennen. Eventuell kann man das so nennen. So, geht doch. Denn da müssen wir erst wieder was aufnehmen. Und das tun wir ja gerade halt einfach nicht. Klingt komisch, ist aber so. Oh, die zerspringt auch. Schön. Dankeschön, dass du stirbst. Das Teil. So. Das Extra hier haben wir ja schon, aber eventuell erinnert sich der ein oder andere daran, dass es hier noch hochging und wir da nichts machen konnten. Noch nicht. Jetzt sieht das ganz anders aus. Denn jetzt können wir hier hoch und können die Steine, die dort sind, wegsprengen. Ach, ich hab schon Ice Beam. So, und zwar dieses hier. Das war ja Bendezium und Bendezium ist natürlich die Powerbombe. So. Ich glaube, hier war noch ein extra. Nee. Okay, dann war das hier. Jetzt. Das ist ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn man immer zu viel will und dann nicht mehr drückt. So, jetzt. Nein! Oh, fuck. Das war unglaublich scheiße, halt. Naja. Komm. Ja, jetzt. Jetzt hast du es aber. Komm schon. Ja. Ah, Gott. So, jetzt aber. Dankeschön. Zwar hier. Sieht man so ein bisschen Missile-Container halten. Dankeschön. Und jetzt fallen wir hier unten durch. Wunderbar. Hat man aber auch gehört, diesen Missile-Container, also das extra. Übrigens, kann man das hier eigentlich? Nein, kann man nicht. Schade. Dachte, man kann es explodieren lassen. Nein! Fuck. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay. Was haben wir hier? X-Ray-Visor. Wunderbar. X-Ray-Visor erhalten. So, und. Okay, was war das? Das war gerade mein. Ein, etwas. Und hier haben wir Powerbomb. Ja, man kann hier so nicht durchsehen, so kann man hier durchsehen, aber durchlaufen kann man trotzdem nicht. Man sieht, dass das irgendwie scheinbar kaputt ist und als kleines, also als kleine Denkhilfe sind diese hier da, denn die droppen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Powerbombe. Also was sollte man eventuell hier legen? Hm?
Ups, jetzt ist es kaputt. Naja. So, geben wir mal noch eine Powerbombe, die ich gerade eben verbraucht habe. Und jetzt... kann ich hier gleich eine andere Sache machen. Und zwar... war das so? Ja, das war so. Okay. Dann das hier und schwupps, was haben wir denn da? Ein weiteres Artefakt. Wunderbar. Wie gesagt, so viele wie wir jetzt sammeln, desto weniger, also je mehr wir jetzt sammeln, desto weniger müssen wir das später machen. Shouzo-Artefakt erhalten. So. Das Lustige ist, die werden mir ja alle angezeigt. Ach so, ach ja, okay. Ich habe 3 Stück. Sieht man ja, die gelben, die wo gelb blinken, also die wo nicht blinken. Die wo gelb sind, die habe ich schon. Und die anderen noch nicht. Und hier steht auch immer drin, wo die sind. Ja. So. Und jetzt... ja, verzehren wir uns hier wieder, denn soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es hier nichts weiter. Außer... Moment, ich glaube, das kommt gleich. Brauche ich nicht erklären. So, kommt es jetzt? Gerade wo ich springe. Alter, weh, ich falle jetzt runter. Ernsthaft, danke. So, und jetzt? Ja, ich weiß, dass du direkt neben mir bist. Okay, das war der falsche Visor. Denn jetzt können wir das hier machen. Und sehen unsere eigene Hand dadurch. Yay! So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da hinten. Da. Dir auch in die Fresse und dir in die Fresse jetzt. Jetzt sieht man die... nämlich, ah, fuck, ich bin runtergefallen. Das ist gut. Hey, hier. Jetzt sieht man nämlich immer. Und hat die immer anvisiert. Das heißt, man kann die sogar mit dem Powerbeam ganz einfach ausschalten. Aua. Wo war denn? Da. Da ist einer. Da unten ist noch einer. So, hab dich. Aua, ran halt in mich rein. Dummes Arschloch. Da. 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 Ja, hau halt ab. Kannst nicht vor mir fliehen. Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich natürlich nicht. Das wäre auch irgendwie sinnvoll gewesen, wenn ich ihn erwischt hätte. Ah, er ist tot, okay. Wunderbar, ich hatte doch alles so geklappt, wie ich das wollte. Schwupps, schon können wir hier wieder raus. Richtig nett ist das nicht, wäre richtig nett. Ja, genau. Hallo. Dankeschön. Jetzt hier rüber, hier hin. Vielleicht hätte man es auch von hier machen können, glaube ich. Man dürfte eigentlich hoch genug springen können. Jetzt gehen wir hier hin. Hierhin, hierhin, hierhin und hier durch und wir sind wieder hier oben. Wunderbar. So, und jetzt fragt man sich, woher sind diese Stachelviecher gekommen? Etwa hier raus? Keine Ahnung. Mach auf, danke.
So. Wieder zurück und raus hier. Jetzt kann man ja vielleicht mal kurz zeigen. Kann ich ja gleich mal vielleicht kurz zeigen. So, du. Und zwar, falsch. Modus hier. In diesem Visor, okay, jetzt sehe ich es noch nicht von hier aus. Ist das? So, jetzt falscher Modus hier. Diese Plattform dort. Die ist unsichtbar. Und das ist das, was ich meinte. Da bin ich ja schon raufgesprungen, habe mir das extra geholt. Es war ja ein Missile-Container. Und diese gibt es jetzt relativ häufig verteilt. So, ich glaube, das müsste der richtige Aufzug sein. Dahin, wo ich jetzt muss, also wo ich hin muss. Aber mal gucken. Ruinen der Chozo. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier, okay. Ich könnte da wieder zur Tal- und Oberwelt. Brauche ich aber wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die Halle der Ältesten. Oder ist es sinnvoll? Das kann ich mir hier jetzt schon holen. Das hier kann ich mir holen, aber das kann ich mir alles auch holen, wenn ich den nächsten Beam habe. Das hier kann ich mir aber auch schon holen. Aber ich muss hier sowieso nochmal rein. Ich geh mal in die Tal- und Oberwelt und guck dann, wo ich von dort aus. Tal- und Oberwelt, wo ist denn die hier? Komme ich von hier aus irgendwo? Also das ist nicht der Transporter. Der Transporter, bei dem ich rauskommen würde, ist der hier. Hier hingehen, müsste dann wieder in die Ruinen gehen. Das bringt mir auch nichts. Oder kann ich in die Höhlen von Magma? Ich kann hier in die Höhlen von Magma. Okay, alles klar. Alles klar, ich gehe. Ich gehe zur Tal- und Oberwelt. Wie gesagt, ich könnte hier jetzt schon ein paar Extras noch holen. Aber das bringt mir nichts. Hopp, mach auf. Danke. Das bringt mir nichts und deswegen mache ich es einfach nicht. Ah, falsch, fuck. Falsch, fuck. Ha. Entschuldigung. Talon Oberwelt. Und da sind wir auch schon und da möchte ich. Ach, die kann ich ja nicht töten, ne? Oha. Ich kann dich aber töten. Und dich. Die Pilze lasse ich einfach mal. So. Mal durchgeboostet. Die kann ich theoretisch auch mit dem Icebeam beharken, allerdings ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen mache ich das eigentlich nicht so gerne. Die bleiben halt auch einfach in der Luft hängen. So, hat ja ganz gut geklappt. So, hier können wir jetzt schön rüber springen, einen Schnelldurchlauf. Wenn es denn klappt. Oh, Grabkäfer. Ah, was habt ihr denn? Das ist halt auch ein One-Shot für den Icebeam. Da bemerkt man schon die Stärke von dem Icebeam allein. Okay. Hier schnell raus. Jetzt sind wir hier wieder beim Schiff und ich bleib hängen. Und ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ja, das war's mal wieder.
15 Minuten sind rum, geht relativ schnell. Und ich würde sagen, Moment, ich speichere mal kurz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Metroid Prime und wir suchen das nächste Upgrade, das wir brauchen, um weiterzukommen. Ja, bis dahin, Leute. Servus.